Als nächstes haben wir jetzt hier auf dem Podium den Georg Zoche. Ich beginne ihn zu begrüßen, Georg Zoche. Ja, vielen Dank. Also von hier oben sieht es ziemlich beeindruckend aus, muss ich sagen. Es sind viele Leute da. Ja, mein Name ist Georg Zoche, ich bin eingeladen worden, hier was zu sagen. Ich habe ein Buch zum Thema Geld geschrieben, das heißt Welt macht Geld. Ich beschäftige mich mit dem Thema seit über 10 Jahren, habe auf UNESCO-Konferenzen vorgetragen und eben in unserer Arbeitsgruppe haben wir lange dafür gearbeitet, dass man darüber nachdenken müsste, eine Alternative zum Dollar als Weltleitwährung zu finden, weil der Dollar als Weltleitwährung zu einer ungerechten Welt führt. Und wenn ich hier so runter gucke, habe ich das Gefühl, wir alle sind der Meinung, irgendetwas läuft falsch in dem System, aber wir wissen nicht genau was. Wir sind häufig eher gegen etwas, aber haben keine konkrete Vorstellung, was wir denn stattdessen haben wollen. Und deswegen will ich euch einen kurzen Ausblick geben, was meine Sichtweise dieser Situation ist und was ich denke, was wir tun könnten. Erstmal eins vorausgeschickt, wegen Krise, was der Echo eben gesagt hat. Das Interessante an Krise ist auch immer die Chance, etwas Neues zu machen. Ich glaube, im Chinesischen ist es sogar das gleiche Schriftzeichen. Das heißt, wir sollten uns überlegen, welche Chancen wir als Zivilgesellschaft jetzt haben, was wir ändern könnten und dann daraus ableitend irgendwie aktiv werden. Zunächst mal möchte ich ein paar Dinge über Geld sagen, weil man hört immer wieder, Geld sollte man abschaffen, können wir nicht ohne Geld leben. Ich möchte kurz mal aus geldtheoretischer Sichtweise etwas erklären, was Geld ist. Geld hat 3 Funktionen. Die erste Funktion ist Wertmaßstab. Ich kann, wenn ich Geld habe, einem Ding also den Wert bemessen. Ich kann sagen, ich kann den Wert eines Pferdes, muss ich dann eben nicht mehr in Hühnereiern ausdrücken, sondern ich kann das anhand dieses Wertes Geld, des Wertmaßstabes Geld erklären. Wenn ich diesen Wertmaßstab habe, dann kann ich als nächstes Geld verwenden als Tauschmittel und kann dann das Pferd eben gegen Geld tauschen, anstatt gegen Hühnereier. Und die dritte Funktion von Geld ist Wertspeicher, aufbewahren. Also das typische Beispiel ist der Bauer, der die Ernte einfährt und die nicht selber essen kann, sondern dann eben Geld braucht und im nächsten Jahr Saatgut kaufen zu können. Wenn man jetzt darüber redet, man sollte Geld abschaffen, müsste man sich auch Gedanken machen, ob man diese 3 Funktionen abschaffen wollte. Und da wird es schwierig. Wir brauchen diese 3 Funktionen, wenn wir eine arbeitsteilige Gesellschaft haben wollen. Also zum Beispiel, wenn wir einen Klavierlehrer haben wollen. Klavierlehrer gibt es nur dann, wenn es auch Klaviere gibt. Und Klaviere kann es nur dann geben, wenn ich jemanden, der meinetwegen ein Jahr an einem Klavier arbeitet, auch in der Zwischenzeit mit Essen versorge und so weiter. Also unsere moderne Gesellschaft braucht diese 3 Funktionalitäten von Geld. Maßstab, Tauschmittel und Wertspeicher. Nur ist es interessant, das Geld, was wir heute haben, das brauchen wir nicht. Das Geld, was wir heute haben, ist aus Kredit geschöpft und führt zu Haufen Problemen. Da drüben habe ich ein Plakat gesehen, Zins abschaffen zum Beispiel, Zins und Zinseszins, für die unter euch, die dieses Problem nicht kennen. Es gibt, also die Zinseszinskurve ist eine Exponentialkurve, da gibt es das Gedankenmodell des Jesus-Pfennigs. Wenn Jesus sich damals einen Pfennig geliehen hätte und er wäre verzinst worden und verzinseszinst worden und er müsste es heute zurückzahlen, dann wären das irgendwas in der Größenordnung von 42.000 Planeten in der Größe der Erde massiv aus Gold. Also man sieht, dass dieses Zinseszinssystem überhaupt nicht funktionieren kann. Um euch kurz zu erklären, wie unser heutiges Geld funktioniert, das geht so, es wird aus Kredit geschöpft, ist der Fachbegriff. Wenn man sich noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt hat, dann meint man, man geht zur Bank und holt sich das Geld und das Geld, was die Bank einem gibt, das hätte sie schon irgendwie, ist aber ganz anders. Geld kommt so in die Welt, ich gehe zur Bank, ich bitte die Bank um einen Kredit, die Bank stellt fest, oder ich muss der Bank nachweisen, dass ich Sicherheiten habe, dass ich kreditfähig bin. Und wenn die Bank das feststellt, dann erhalte ich den Kredit, ich schulde jetzt das Geld der Bank. Es ist aber nicht so, ist das das Plakat mit dem Zinseszins?
Kann ich mal sehen? Ja, genau. Danke. Jetzt das Geld, was mir die Bank gibt, ist eben nicht Geld, was die Bank schon davor gehabt hätte, sondern es ist Geld, was die Bank in dem Augenblick der Kreditvergabe schöpft. Jetzt habe ich meinetwegen 100.000 Euro von der Bank gekriegt und damit beauftrage ich einen Architekten oder so, die verdienen jetzt das Geld. Und das Geld, was die verdient haben, das geben sie wieder weiter aus und das zirkuliert dann in der Gesellschaft. Und das Geld verschwindet erst dann wieder, wenn ich meinen Kredit bei der Bank tilge. Dann wird es tatsächlich aus den Büchern gestrichen und ist komplett weg. Das hat ein paar Vorteile, dieses kreditgeschöpfte Geld, aber es hat ein paar sehr wesentliche Nachteile. Der erste wesentliche Nachteil ist, ich kann Kredit nur dann schöpfen, wenn die Bank Vertrauen hat. Daher kommt ja auch das Wort Credere, ja, Kredit. Die Bank vertraut, dass ich das zurückzahlen kann. Und hier entsteht das erste große Problem. Es gibt von dem kreditgeschöpften Geld dann am meisten, wenn wir es am wenigsten brauchen, eben wenn die Wirtschaft boomt. Und in Zeiten einer Krise, so wie jetzt, gibt es am wenigsten Geld, weil die Bank dieses Vertrauen nicht mehr hat. Man redet dann von einer Kreditklemme. Und jetzt ist etwas Komisches, ich habe ja vorhin diese drei Funktionen von Geld erwähnt. Wenn es jetzt eine Kreditklemme gibt und die Banken nicht genügend Geld schöpfen können, dann entsteht eine seltsame Situation, nämlich, dass es viele Leute gibt, die ihren Job verlieren, die sitzen zu Hause arbeitslos, die würden gerne irgendetwas arbeiten und auf der anderen Seite gibt es Leute, die hätten gerne jemanden, der für sie arbeitet. Also Angebot und Nachfrage nach Arbeit ist vorhanden, aber was tatsächlich fehlt, ist Geld als Liquidität, um zwischen Angebot und Nachfrage zu vermitteln. Der britische Ökonom Keynes hat in dem Zusammenhang von der Anomalie der Arbeitslosigkeit in einer Welt voller Bedürfnisse geredet. Es könnte eigentlich theoretisch keine Arbeitslosen geben, aber wir haben sie. Und das hängt an diesem aus Kredit geschöpften Geld zusammen. Jetzt fragt man sich natürlich, wie soll dann anderes Geld aussehen, was ich nicht aus Kredit schöpfe und was dazwischen vermittelt. Da gibt es ein sehr griffiges Beispiel von einer brasilianischen Großstadt, der Name mir an dieser Stelle immer entfällt, Coiba oder so ähnlich. Und in dieser Großstadt hatte der Bürgermeister sich die gleiche Aufgabe gestellt wie viele Bürgermeisterkollegen von ihm. Er wollte die Slums aufräumen und da bessere sanitäre Bedingungen schaffen und so weiter. Aber es scheiterte daran, dass kein Geld vorhanden war, um diese Arbeiten zu bezahlen. Interessanterweise ist es, oder typischerweise war es so, dass in dem Slum natürlich ganz viele Leute sind, die arbeitslos sind, die arbeiten könnten, aber die kann man damit nicht bezahlen, die konnte man nicht bezahlen. Und dann hat der Bürgermeister sich eine neue Art Geld ausgedacht, nämlich er hat gesagt, jeder Müllbeutel an der Bushaltestelle vom Slum in die Stadt rein, der dort mit Müll gefüllt abgegeben wird, ist eine Rückfahrkarte vom Slum in die Stadt und zurück. Weil die Leute im Slum hatten Interesse, in die Stadt zu kommen, weil sie dort eben irgendwelchen Tätigkeiten hinterhergegangen sind, um Geld zu verdienen. Auf die Art und Porto Alegre, vielen Dank, Porto Alegre, Brasilien, auf diese Art und Weise ist der Slum aufgeräumt worden, einfach indem dieser Bürgermeister Müllsäcke zu Geld erklärt hat. Sehr spannend. Und was dort passiert ist, ist im Prinzip der Fachbegriff wäre Barter Clearing, dass man gegeneinander geleistete Dienstleistungen miteinander verrechnet. Also die Stadt hat gesagt, ich fahre euch vom Stadtrand in die Stadt rein und das rechnen wir entgegen dafür, dass ihr im Slum aufräumt. Eine tolle Idee. Barter Clearing ist ziemlich unbekannt, also nur Fachleute kennen das eigentlich und ein paar Geldfreaks, die sich für alternative Lösungen interessieren. Ein größeres Beispiel ist in der Schweiz, das ist das WIR-System. Die gibt es seit, weiß hier irgendeiner wahrscheinlich auch genauer als ich glaube seit 1928 oder 32 oder irgendwie sowas. Das ist ein Güter-Clearing-System, was so ähnlich wie das in Porto Alegre funktioniert, nur dass dort die Einheit natürlich nicht Müllbeutel sind, sondern eine eigene Währung, die 1:1 zum Schweizer Franken steht.
aber die gegeneinander getauschte Güter und Dienstleistungen verrechnet. Und der Umsatz von denen ist, ich glaube, im Jahr irgendwie 100 Millionen Schweizer Franken. Also in der Schweiz ist da ein sehr großes System dieser Art. Es gibt weltweit Tausende, aber dieses Wir-System ist ein relativ großes. Jetzt wird es noch spannender. In den letzten Kriegsjahren des Zweiten Weltkriegs hat man sich Gedanken gemacht, wie könnte die Weltwirtschaftsordnung nach Ende des Zweiten Weltkriegs aussehen. Was könnten wir dort als nächste Währung haben? Das britische Pfund war 1931 zusammengebrochen und hatte mit zu der Weltwirtschaftskrise geführt. Und deswegen war klar, das britische Pfund könnte nicht die nächste Währung sein. In den Kriegsjahren haben die Nazis selber gesagt, die Reichsmark wird die eigene Währung. Und die Briten kamen mit einer ganz tollen Idee. Die Briten haben gesagt, wir wollen Barter Clearing machen. Also dieses System, von dem ich euch gerade erzählt habe. Dieses System sollte sicherstellen, dass die Länder der Welt untereinander ihre Güter und Dienstleistungen gegeneinander austauschen können, dass es keinen Liquiditätsengpass gibt und dass die Welt in sich stets miteinander im Gleichgewicht bleibt. Die Welt, die wir heute haben, ist angetrieben durch das Ungleichgewicht. Nämlich, ich kann ganz billig Rohstoffe und Arbeitskraft aus Drittweltländern importieren und das sehr viel teurer dann wieder exportieren oder im eigenen Land weiterverkaufen. Also unsere heutige Welt ist angetrieben aus dem Ungleichgewicht. Der Plan von Keynes, der britische Plan, da sollte der Antrieb aus dem Gleichgewicht der Nationen sein, die sich selber eben gegenseitig stützen. Um die Geschichte an dieser Stelle kurz zu machen, die USA haben alles dran gesetzt, diesen Plan zu verhindern und haben eine Konferenz angesetzt, die Konferenz von Bretton Woods 1944. Wenn man in Geschichtsbüchern nachliest, dann findet man, Bretton Woods haben sich 1944 Nationen getroffen und haben vereinbart, dass der Dollar Leitwährung werden würde. Das ist eine sehr verkürzte und falsche Darstellung. Was tatsächlich in Bretton Woods gelaufen ist, ist, es war eine Konferenz, die ging 3 Wochen lang und die USA haben nach 2 Wochen Verhandeln nachts die Dokumente umgeschrieben. An diesen Dokumenten war davor 2 Jahre vorverhandelt worden. Und in der Nacht vom 13. auf den 14. Juli 1944 haben die USA in diesem 100-seitigen Dokument überall, wo drin stand, Gold dahinter geschrieben oder US-Dollar. Und das waren 750 Delegierte aus diesen 44 Nationen, die haben das dann alle unterschrieben. Das war vor Zeiten von E-Mail oder Fotokopiermöglichkeiten. Das heißt, die wussten gar nicht, dass die das unterschrieben haben. Hat Wochen und Monate gedauert, bis überhaupt dieser Vertragsinhalt rauskam. Die Briten haben dann gesagt, das ratifizieren wir nicht, das ist ein Betrug, ihr habt das über den Tisch gezogen und wenn die anderen 44 Nationen das erfahren, gibt es einen Riesenskandal, also das ohne uns. Kurze Zeit später haben die USA die Atombomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen, was zu einem sehr plötzlichen Ende des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Und dieses Ende des Zweiten Weltkriegs wiederum hat dazu geführt, dass die USA mit sofortiger Wirkung den Lend-Lease-Vertrag, also den Leihpacht-Vertrag, aufgekündigt haben. Der Leihpacht-Vertrag war der Vertrag, mit dem die USA die Kriegsanstrengungen der Alliierten finanziert hatten. Die Briten haben gesagt, hey, unsere Bevölkerung ist am Verhungern und Erfrieren. Die waren veritabel kurz vorm Hunger und Kältetod und haben gesagt, also USA, die Aufkündigung des Leihpachtsvertrags, damit meint ihr wahrscheinlich entferntere Alliierte, deren Bevölkerung jetzt nicht so direkt vom Tod bedroht ist. Ihr werdet doch für uns bestimmt eine Ausnahme machen und uns weiterhin mit Nahrungsmitteln und Energie versorgen, damit unsere Bevölkerung nicht stirbt. Die USA haben darauf geantwortet, wir müssen gar nichts, aber wenn ihr Bretton Woods ratifiziert, dann leihen wir euch das Geld, damit eure Bevölkerung nicht verhungert. Das kann man alles im Internet nachlesen, also die Unterhausdebatten und so ist alles das ist tatsächlich so gelaufen. Dieses Dollarsystem hat die letzten Jahrzehnte Weltpolitik dominiert. Alles, was groß war, ob das der Mauerfall war, der Kalte Krieg, der Vietnamkrieg, leider waren die meisten großen Sachen Kriege, aber auch die Mondfahrt, alles
wenn man sich Gedanken macht, was ist richtig groß gewesen die letzten Jahrzehnte, wird man feststellen, das waren Dinge, die entweder direkt mit US-Dollar bezahlt wurden oder US-Dollar-Interessen gefolgt haben. Ein aktuelles Beispiel, wie das funktioniert, die Finanzierung. Das heißt, vielleicht ist eins vorgeschoben aus der Geschichte. Vietnam ist sehr interessant. Zur Zeit des Vietnamkriegs galt noch der sogenannte Gold-Dollar-Devisenstandard. Der Dollar war an Gold gebunden und alle Bretton Woods-Währungen waren mit einem festen Wechselkurs an den Dollar gebunden. Das heißt, Deutschland und Italien und England, alle Länder, die in diesem System drin waren, mussten alle Dollars, die in den USA gedruckt wurden, kaufen. Das war vertraglich verpflichtet. Die USA haben, um den Vietnamkrieg zu finanzieren, mussten sie die Geldmenge erhöhen. Das hat dazu geführt, dass der Dollar natürlich inflationierte. Und die anderen Länder waren eben durch den Bretton Woods-Vertrag verpflichtet, durch Stützkäufe den Dollar hochzubringen. Auf die Art und Weise ist die Inflation des Dollars exportiert worden in alle angeschlossenen Länder, die dann mit ihrer Inflation vor Ort letztendlich den Vietnamkrieg bezahlt haben. Mag für viele, die das jetzt zum ersten Mal hören, nach einer Verschwörungstheorie klingen, aber also es gibt nicht Dokumente, sondern Lehrbücher von der Bundesbank über so Finanz- und Geldgeschichte. Da steht das auch so drin und das war auch der Grund, warum letztendlich dieses Bretton Woods-System zusammengebrochen ist. Ein aktueller Fall aus der heutigen Geschichte ist der Irakkrieg. Ich habe für die Recherchen von meinem Buch die Protokolle der amerikanischen Zentralbank ab dem Jahr 2001 gelesen, weil mich hat interessiert, warum hat die amerikanische Zentralbank den Leitzins über Jahre so niedrig gelassen, weil jeder Zentralbanker weiß, wenn ich den Zins bei 1% habe und die Inflationsrate ist bei 3%, dann führt das dazu, dass niemand Geld sparen kann, sondern alle Leute müssen Geld eben ausgeben und es führt zu unsinnigen Ausgaben und zu Preisblasen und diese Niedrigzinspolitik der amerikanischen Zentralbank hatte als Folge die Immobilienblase. Und mich hatte bei den Arbeiten zu meinem Buch eben interessiert, wie kann das sein, dass die amerikanische Zentralbank über Jahre hinaus so eine falsche, also wissenschaftlich falsche Politik macht, die ja notwendigerweise so eine Blase zur Folge haben muss. Und freundlicherweise gibt es ja den Freedom of Information Act, weswegen viele Dokumente veröffentlicht werden müssen und diese Protokolle werden, ich glaube, mit 3 Jahre Verzögerung dann ins Internet gestellt. Das Problem ist nur, es sind viele, viele, viele Seiten. Ich glaube, ich habe etwa 50.000 Seiten Gesprächsprotokolle gelesen, um rauszufinden, was hatten die davor, warum haben die das gemacht. Spannend ist, um das hier, sonst langweile ich euch zu lang, um das zusammenzufassen, ist, die Zinsen mussten zunächst mal gesenkt werden, um zu verhindern, dass aufgrund des 11. September eine Wirtschaftskrise entsteht. Weil wenn jetzt so eine Bedrohung da ist, dann sagen viele Leute, die eben vielleicht noch irgendwie investieren wollten in eine Fabrik oder auch selber sich ein Haus kaufen wollten, also ob das privat oder geschäftlich ist, die sagen, ich warte jetzt mal lieber die 1, 2, 3 Monate ab, was da passiert. Und wenn alle abwarten, dann friert die Wirtschaft ein. Und um diesen Effekt zu verhindern, hat die amerikanische Zentralbank direkt nach dem 11. September die Zinsen deutlich gesenkt. Und dann ging es ja Monate und Jahre lang erst die Vorbereitung des Irakkriegs und dann tatsächlich, dass die USA da einmarschiert sind und hat ewig gedauert, bis man den Saddam gekriegt hat. Und diese Kriegssituation führt eben auch dazu, dass Investitionen zurückgehalten werden. Man weiß nicht, wie entwickelt sich der Ölpreis und so weiter. Also da ist eine große Verunsicherung. Und diese Verunsicherung im Markt war jeden Monat, Monat um Monat, Argumentation der amerikanischen Zentralbank, die Zinsen diesen Monat noch nicht anzuheben, sondern zu warten, ob nächsten Monat der Krieg angefangen hat oder vorbei ist. Oder es war jeden Monat ein anderer Grund, worauf man wartet. Aber sie haben auch immer gesagt, dass dieses Zinsniveau nicht nachhaltig ist und dass die Immobilienblase jeden Moment um die Ohren fliegen wird. Und dass diese Immobilienblase platzen wird, ist in der amerikanischen Zentralbank schon in 2002 intern diskutiert worden. Man hat dann aber gesagt, später,
Das war noch also gegen Ende des also kurz nachdem sie den Saddam gefunden haben, hieß es, also es wird jetzt immer brenzliger, es sind immer vogelwilderer, würde man hier in München sagen, Immobilien, Darlehen rausgegangen an Leute, die das nie zurückzahlen können, also viel, viel riskantere Hypotheken. Es haben hier Leute Geld zum Hausbau gekriegt, wo klar war, die werden das nie zurückzahlen können. Und das hat die Fed festgestellt, das wird immer riskanter. Und der nächste Satz war, macht aber gar nichts, weil es ist in der Zwischenzeit gelungen, dieses Risiko auf andere Investoren, heißt es da, abzuwälzen. Mit anderen Investoren ist gemeint, Bayerische Landesbank, die Chinesen, alle möglichen Leute, die international tätig sind und die eben, wenn man im Welthandel tätig ist, dann habe ich Dollareinnahmen und ich muss die Dollareinnahmen irgendwie parken. Das heißt, die Immobilienblase hat erstmal dazu geführt, dass ganz viel Geld aus aller Welt in die USA geflossen ist. Und das Platzen der Blase hat dazu geführt, dass die USA das nicht zurückzahlen mussten. Und die Blase war notwendig, um den Irakkrieg zu finanzieren. Also insgesamt kann man sagen, wir haben mit dem Finanzieren der amerikanischen Immobilienblase die Kosten des Irakkriegs getragen. Und die Blase wiederum hat als Nacheffekt die Krise, die wir heute erleben. Und jetzt komme ich zum Ende. Ich sehe große Parallelen zwischen dem, was wir heute erleben und was währungsgeschichtlich in den 20er, 30er Jahren passiert ist. 1929 gab es den Schwarzen Freitag, Börsencrash. Das ist vergleichbar mit dem Platzen der Immobilienblase als Ereignis. Zwei Jahre später ist die damalige Weltwährung, das britische Pfund, zusammengebrochen. Einfach weil die Erschütterungen im Markt dazu geführt haben, dass sich so eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt hat. Und das hat dann zum Zusammenbruch des Pfundes geführt. Einen ähnlichen Effekt, denke ich, können wir gerade jetzt beobachten. Wir haben die Immobilienblase gehabt und erleben gerade, wie der Dollar als Weltleitwährung zusammenbricht. Und das ist eine durchaus gefährliche Situation des Zusammenbrechens des britischen Pfundes, hat sicherlich dazu beigetragen, dass der Zweite Weltkrieg gekommen ist. Also ich möchte jetzt hier keine Angst schüren, aber man muss sich darüber klar sein, was das heißt, wenn das Zahlungsmittel, mit dem der Welthandel funktioniert, nicht mehr richtig vorhanden ist, dann wird es schwierig, in der Welt noch zu handeln. Das Gute ist, dass man die Geschichte ja kennt und dass man weiß, was 1931 passiert ist. Deswegen gibt es also Bestrebungen von der UNO und vom Internationalen Währungsfonds und auch von den Chinesen und so, dass man schon alternative Lösungen hat, was kommen sollte, wenn jetzt der Dollar tatsächlich ausgedient hat. Und der Dollar hat definitiv ausgedient. Da gibt es vielleicht noch eine, danke für den Zwischenruf, weil mich das daran erinnert, dass ich das unbedingt noch erwähnen sollte. Es gibt einen geldtheoretischen Grund, der quasi mechanisch festschreibt, unwiderruflich, da gibt es auch gar kein Gegengift dagegen, dass der Dollar zusammenbrechen wird, und dieser Mechanismus war auch der zugrunde liegende Mechanismus des Zusammenbruchs des britischen Pfundes. Dieser Mechanismus heißt Triffin-Dilemma, ist 1959 von Robert Triffin, belgisch-amerikanischer Ökonom, zum ersten Mal beschrieben worden und ist ganz, ganz einfach, aber seltsamerweise auch unter Ökonomen gar nicht so bekannt. Robert Triffin hat gesagt, wenn ich die Währung einer Nation verwende als Handelswährung in der Welt, dann führt das notwendigerweise zum Zusammenbruch dieser Währung, aus einem ganz simplen Grund. Diese Währung, früher das britische Pfund, heute der Dollar, muss außerhalb des Reservewährungslandes zirkulieren. Also der Dollar muss außerhalb der USA vorhanden sein. Das ist eine ganz banale, simple Forderung. Wenn die Deutschen in Saudi-Arabien Öl kaufen wollen, müssen die Deutschen auch Dollar haben. Aber hier entsteht das Problem. Es gibt nur Dollars außerhalb der USA, wenn die USA in der Welt mehr einkaufen, als die Welt in den USA einkaufen. Jeder einzelne Dollar, der außerhalb der USA ist, sind Schulden der USA an die Welt.
Und das ist auch der Grund, warum die USA das verschuldetste Land der Welt sind. Weil wenn die USA nicht das verschuldetste Land der Welt wären, dann wäre der Dollar eben auch nicht die Währung, in der Handel laufen würde. Und Triffin hat nicht nur prognostiziert, dass dieser Mechanismus den Dollar stürzen wird, sondern er hatte auch anhand der statistischen Unterlagen, die man vom Zusammenbruch des britischen Pfundes kannte, konnte er belegen, dass das auch der Mechanismus war, der zum Zusammenbruch des Pfundes geführt hatte. Und mein Aufruf an euch alle wäre, dass ihr euch mit dieser Thematik auseinandersetzt. Welt macht Geld. Mein Name ist Zoche. Drei Worte, ne? Wie Woche vorne mit Z. Aber ihr müsst es euch nicht kaufen, man kann auch unter weltmachtgeld.de das kostenlos im Internet lesen. Bravo! Und ein Problem ist, es beschäftigen sich einfach viel zu wenig Leute mit, was ist Geld als Materie und wie sollte Geld sein, was wir zukünftig haben wollen. Und wenn wir uns selber nicht damit beschäftigen, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir Politiker haben, die bei Anne Will sitzen und darüber reden. Also wir selber müssen das wissen. Danke. Weil jemand da ist, der ganz fundiert darüber sprechen kann, weil er sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Und ich möchte den Aufruf einfach auch wiederholen, sich wirklich auch im Netz und wo auch immer mit den Sachen zu beschäftigen, weil das sind ganz grundlegende Fragen, aus denen vieles andere folgt. Und es ist gut, wenn man von hier aus auch sozusagen anfängt, das nach weiter nach außen zu tragen. Vielen, vielen Dank. Ein paar, bist du am Stand drüben? Hier? Der Gerhard wird da drüben am Stand sein. Und er steht da noch für weitere Fragen zur Verfügung. Jetzt habe ich auf meiner Liste noch vielen Dank nochmal.